Ich zeig dir, wie du mit Hilfe einer einfachen Technik deine Lieblingsfotos auf Holz übertragen kannst. Schleife als erstes die Oberfläche vom Holz ganz glatt. Dann brauchen wir den Fototransferputsch, den trage ich auf das Bild und auf das Holz auf. Ist übrigens ganz wichtig, dass du dein Foto spiegelverkehrt mit einem Laserdrucker ausdruckst. Mit einem Tintenstrahldrucker wird die Technik leider nicht funktionieren. Dann klebt ihr die beiden Teile zusammen mit der bedruckten Seite nach unten und lasst es gut trocknen. Nach ca. 30 Minuten kann es bei mir weitergehen. Ich tauche jetzt ein kleines Schwämmchen ins Wasser und reibe das Papier ganz sanft ab, bis das Bild durchscheint. Seid wirklich vorsichtig, vor allem auch an den Rändern, damit ihr das Bild nicht beschädigt. Sobald du das Papier entfernt hast, wird das Bild auf dem Holz sichtbar. Faszinierend, oder? Die letzten Papierreste rubbel ich dann noch mit einem Finger weg, weil ich da einfach mehr Gefühl habe als mit dem Schwämmchen. Und zum Schluss trage ich noch einen Überzugslack auf, um das Bild zu schützen. Die Technik eignet sich übrigens auch perfekt für personalisierte Geschenke. Viel Spaß beim Nachmachen!